Hallo, ich grüße euch. Die Woche ist wieder um. Wir haben wieder ein neues Thema. Dieses Mal ist es Kampf der Kulturen, beziehungsweise die meisten Leute wollten das. Eigentlich war ursprünglich was anderes angesetzt, aber jetzt machen wir halt Kampf der Kulturen. Ich denke mal, das werden mehrere Folgen. Da wird sicherlich noch einiges am Post hinterherkommen und E-Mails und so. Das kommt dann alles mit da rein. Da können Sie ja jede Menge Zeugs noch schicken. Ich habe mich für drei Themen entschieden. Diese Themen sind wie folgt: einmal Wirtschaftsflüchtlinge, dann demografische Entwicklung und Kriminalstatistik. Ich glaube, das sind so die interessantesten Sachen. Ich möchte, bevor wir anfangen, möchte ich auch aus einem bestimmten Grund heraus diesen Unterschied zwischen Asylant und Wirtschaftsflüchtling erklären. Weil Asylant klingt immer so negativ, aber eigentlich ist das gar nichts Negatives, denn ein Asylant ist also ein Asylsuchender, ist ein Hilfesuchender. Das ist ein Mensch, der in seiner Heimat religiöse oder politische Konflikte hatte. Das heißt, der ist kein Mainstreamer, sondern ist gegen die Meinung in seiner Heimat und ist halt deswegen... Deswegen wird er verfolgt, religiös oder politisch. Und deswegen ist sein Leben in Gefahr. Und deswegen ist derjenige hier. Es nützt also relativ wenig, wenn Sie so jemanden angreifen, weil das ist ein Hilfesuchender. Das ist niemand, der Sie wirklich belastet. Das sind auch nicht so wirklich viele, wie das immer dargestellt wird. Sondern es sind wenige Leute, die suchen Hilfe. Und die muss man auch schützen, denn auch nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es deutsche Flüchtlinge und die sind auch woanders aufgenommen worden. Also da muss man vorsichtig sein. Was sie aber meinen und was sie immer unheimlich aufregt, sind die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge. Das ist auch bekannt als Wohlstandsflüchtlinge. Das heißt, wenn sie in ein anderes Land gehen und dort von den sozialen und steuerlichen Ressourcen leben von Kulturen, die einfach stärker sind, die ihr Land besser aufgebaut haben. Dann sage ich euch, ich habe zu Hause jetzt nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ein Bett, in dem ich schlafe. Dann gehe ich doch in ein Land, wo ich, wenn ich ins unterste soziale Spektrum falle, mehr habe, als ich jemals in meinem Land verdienen kann. Das sind die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge und das ist natürlich auch moralisch nicht okay, weil sie nehmen es Leuten weg, die jahrzehntelang dafür eingezahlt haben. Das ist sicherlich nicht gut und da gebe ich den meisten auch recht, das muss nicht sein und da bin ich auch dafür, da das überhaupt nicht im Rahmen des Gesetzes ist, sondern das sind nur die Asylsuchenden, da das gar nicht im Rahmen des Gesetzes ist, denke ich, ist die Abwanderung da auch auf Drängen der Bevölkerung durchaus möglich. So, das aber nur zu Beginn. Die beiden Hauptthemen, die zeige ich Ihnen jetzt. Ich möchte Ihnen aber dazu einen Ausschnitt von Henrik Broder zeigen. Schaut mal hier. Kennst du das? Was ist das? Dialoge der Zukunft, Vision 2050. Das ist das Lieblingsbuch der Kanzlerin. Das hat sie maßlos auf diesem Kongress für Nachhaltigkeit gelobt. Okay. Ein dickes Buch von ich weiß nicht wie viel, fast 200 Seiten. Der schönste Teil des Buches ist das Verbarium. Und da sind unglaubliche Sachen drin. Im Jahre 2050 sind bestimmte Begriffe ausgestorben. Zum Beispiel Migrationshintergrund wird es nicht mehr geben. Nein, Migration wird es auch nicht mehr geben. Grund der nicht weiter erfolgten Nutzung nicht mehr benötigt, da Menschen so gemischt sind, dass jeder einen Migrationshintergrund hat. Ich wusste es. Das Einzige, was die Gesellschaft voranbringt, ist Rassenschande. Und damit verbringt die Kanzlerin ihre Zeit, das zu lesen? Ja, jetzt habe ich beinahe die Befürchtung, sie hat es auch noch geschrieben. Echt? Es klingt so. Also, wie Sie sehen, Herr Broder hat es sehr interessant ausgedrückt. Ich würde es nicht so hart formulieren, aber ich beziehe mich da auf die massive Migration und Zuwanderung. Und auch auf diese ganzen Wohlstandsflüchtlinge. Ein Beispiel, ich habe das mal relativ vereinfacht dargestellt, nicht so wie Herr Broder es genannt hat. So und so Schande hat er gesagt, da möchte ich mich gar nicht erst zu äußern. Ich möchte es Ihnen viel einfacher erklären. Ich habe hier in diesem Spektrum, habe ich hier die deutschen Familien dargestellt. Sie sehen immer eine Zweierpaarung.
Die Geburtenrate bei den deutschen Paaren liegt bei 1,1. Das heißt also ein Kind und 10% eines Kindes, also Sie wissen, was ich meine, ein Kind pro Familie wird geboren. Das heißt, die Generationen werden immer halbiert. Also zwei Leute bekommen ein Kind und die nächsten Kinder, die nächste Generation bekommt dann auch wieder nur ein Kind. Dadurch halbieren sie alles immer. Das ist also wie eine Pyramide, die nach unten geht, bis keiner mehr da ist. Das liegt natürlich an ganz, ganz vielen Dingen. Die Deutschen sind halt so, dass sie immer wollen, dass ihre Kinder das Beste haben und dass sie noch gut leben können und so weiter. Und deswegen schauen sie, dass der finanzielle Standard da ist und der soziale Standard. Und da machen sich halt unheimlich Sorgen. Deswegen, das ist also eines der größten sozialen Probleme, dass sie das dann immer weiter runter halbieren. Da sie von den ganzen anderen Geldern, das muss man auch nun mal offen und ehrlich sagen, die komplette EU bezahlen, bis vielleicht auf Niederlande und noch ein, zwei Länder oder so, bezahlen sie komplette EU. Also das ist unfassbar und auch unverschämt. Das ist also eine Ausbeute, die keinesfalls hinzunehmen ist. Gleichzeitig bezahlen sie Länder rund um die Welt und natürlich auch die ganzen Wohlstands, naja, man sagt Wirtschaftsflüchtlinge, also man kann sie auch Wohlstandsflüchtlinge nennen, bezahlt natürlich die ganzen Wohlstandsflüchtlinge. Da ist das genau andersrum, denn die Leute, die da hinkommen, die hierher kommen, vermehren sich und zwar pyramidal nach unten. Also das heißt, zwei Personen haben dann drei Kinder, vier Kinder und so weiter und so fort. Und dadurch wird quasi das ganze soziale Netz der Deutschen halt zerstört. Ne? Das ist, deswegen ist hier die Pyramide einmal nach unten und die andere ist quasi genau entgegengesetzt. Ne? Das ist eine traurige Entwicklung und ich denke, Sie sollten, das ist meine Meinung, dadurch, dass Sie entsprechend sich in der Politik zu Wehr setzen und auch vor Gericht zu Wehr setzen, mit entsprechenden Anträgen, Schreiben und so weiter und so fort, sich dagegen wehren und zwar massiv wehren. Es nützt nichts, wenn Sie zu Hause sitzen und sagen, ich finde das alles nicht gut, das interessiert niemanden. Ne? Also Sie müssen sich wirklich aktiv zu Wehr setzen. Sie müssen wirklich Ihrem Landtagsabgeordneten schreiben, Ihrem Bürgermeister schreiben, ununterbrochen. Und wenn das Millionen, wenn das 60 Millionen Menschen machen, dann ist Hainun, dann ist die Sache beendet. Ne? Das kann so nicht weitergehen, das ist auch nicht okay. Das dritte Ding, was ich Ihnen zeigen wollte, ist die Kriminalstatistik. Ich habe mir die mal so von 1990 bis 2010 zusammen gegoogelt und habe dabei Erstaunliches festgestellt. Es wird immer wieder, also jährlich werden, soweit ich weiß, 45 Millionen Euro für den Kampf gegen rechte Gewalt ausgegeben. Naja gut, ich bin gar nicht politisch, ich bin in keiner Partei, ich beobachte das, aber interessiert. Und dabei fällt mir sowas natürlich auf, dass diese Propaganda des bösen Deutschen rund um die Uhr im Fernsehen läuft. Und diese bösen Deutschen haben scheinbar von 1990 bis 2010 es geschafft, fast 150 politisch motivierte Morde an Ausländern zu begehen. Natürlich ist das völlig daneben, keine Frage, aber ich zeige Ihnen mal die Zahl, die Ausländer an Morden an Deutschen in der gleichen Zeit begangen haben. Das sind nämlich 7500. Also das ist nicht nur gar kein Verhältnis, sondern es ist also völlig unrealistisch, warum sie über 45 Millionen jährlich im Kampf dagegen ausgeben und nicht dagegen. Das ist ein bisschen fraglich. Wobei ich Ihnen auch mal zeigen möchte, dass die Statistik auch gar nicht stimmt, denn die Zahl ist viel höher. Ich habe hier mal ein Kreisdiagramm aufgehangen von 2008. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Dieser komplette Teil, also das heißt ein Viertel des Diagramms, da steht eingebürgert. Das heißt, man hat diesen Leuten einen Personalausweis gegeben, ne, also und dann behauptet, da sie ja einen Personalausweis besitzen, sind sie in dieser Statistik nicht mehr drin. Das heißt, ein Viertel der Straftaten kommt eigentlich noch drauf. Ne, das heißt, dann sind sie so bei 10.000 Morden. Das ist nicht schlecht in 20 Jahren, ne, Tendenz ist immer noch steigend. Muss man mal drüber nachdenken, ob man das weiterhin so hinnehmen möchte. Also ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie
nicht auf die Straße rennen sollten und irgendjemandem was antun, sondern sollten die Schuld da suchen, wo sie auch so auch zu finden ist, nämlich in ihrer Politik und in der Regierung. Alle Parteien machen sich da mitschuld, da bildet keiner eine Ausnahme. Ja, das ist durchaus interessant. Ich habe noch zusätzlich geforscht, wie viele Straftaten, also Gewaltdelikte, erwischt worden sind und auch abgeurteilt worden sind gegen Deutschland. Das waren in diesem Zeitraum 2,8 Millionen. Also das ist schon nicht schlecht. Das, da muss ich sagen, Wahnsinn. Dennoch werde ich mich nicht hier auf einen Bundesbanker berufen, der ein bestimmtes Buch geschrieben hat. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass da nicht die Ursachen sind, dass man sagt, Leute haben diesen und jenen Glauben oder diese und jene Bevölkerungsgruppen sind schuld. Das sehe ich nicht so, aus dem einfachen Grund, wenn sie in anderen Ländern Anwerbebüros machen, wo sie den Leuten Geld geben und die anwerben, dass sie zu ihnen kommen sollen, damit sie in ein anderes Land transportiert werden, wo sie diese ganzen sozialen Sachen haben, dann sind nicht die Leute, die sich melden, daran schuld, sondern die Leute, die das verursacht haben. Also das heißt nicht, es gibt den bösen Ausländer oder so, sondern die Leute, die es verursacht haben, die sind daran schuld. Die sind an diesem Konflikt und dem Niedergang der Kultur schuld und nicht andere Kulturen, weil die sind nur Mittel zum Zweck. Also es ist relativ deutlich, was die deutsche Politik hier vorhat. Ich möchte das nicht so deutlich sagen, aber ich denke, das kann jeder erkennen. Also der bis drei zählen kann, müsste in der Verfassung sein, das zu erfassen. Okay, ja, das war's für heute. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die die ganzen Klicks nach oben, die Daumen nach oben gemacht haben, die ganzen Kommentare geschrieben haben, die auch so viele Mails geschrieben haben, die ich gar nicht alle beantworten kann. Ich lese die alle Stück für Stück. Aber ich kann nicht alle beantworten. Also ich versuche das dann in die nächsten Teile zu fassen. Wenn ganz bestimmte Sachen häufig vorkommen, dann kommt das in die nächsten Videos rein. Kampf der Kulturen mache ich bestimmt noch einen zweiten oder dritten Teil. Mal schauen, was sie mir da schicken. Nächste Woche mache ich aber was anderes, weil ich möchte mal was zur Auflockerung machen. Da gab es ja auch noch andere Fragen zu anderen Themen, zu juristischen Themen oder zum Personenstand etc. etc. Das machen wir dann nächstes Mal. Vielen Dank auch an die ganzen Leute, die die Sendung in ihre Blogs verlinkt haben. Das war super. Und auch auf die Homepages und so. Schicken Sie mir die Links zu. Wir stellen das auf unsere Seite und verlinken sie dann auch. Also, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.